Hallo und herzlich willkommen bei Crazylicious. Heute zaubern wir zusammen ein total leckeres Basilikum Pesto Genovese. Und wenn ihr wissen wollt, wie einfach wir das zaubern können, dann bleibt dran. Also, und falls ihr euch jetzt denken solltet, warum soll ich das denn selbst machen? Ich kann es ja ganz einfach im Geschäft kaufen. Na klar, könnt ihr das allein ganz einfach im Geschäft kaufen. Aber die ganze Aromenvielfalt, die geht da total verloren. Wenn ihr das nämlich einmal selbst gemacht habt, dann ist und auch schon allein, also hier riecht es gerade wie in der Hexenküche, total nach Basilikum, richtig lecker. Wenn ihr das einmal selbst gemacht habt und dieses frische Aroma genießen konntet, dann werdet ihr das auf jeden Fall auch in Zukunft selbst machen. Ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die wenigen Zutaten und wir starten dann gleich direkt los. Für unser leckeres Pesto Genovese benötigen wir dann einmal 200 Gramm Basilikumblätter. Hier habe ich nur die Blätter abgezupft. Außerdem benötigen wir hier noch 80 Gramm Pinienkerne. Die habe ich jetzt schon mal geröstet in der Pfanne. Ganz wichtig ist, dass ihr die nach dem Anrösten direkt umfüllt, damit die nicht weiter anbrennen. Dann benötigen wir außerdem noch vier Knoblauchzehen. Vier Knoblauchzehen, die habe ich hier schon mal vorbereitet. Außerdem noch 100 Gramm Parmesan. Hier habe ich frisch gepressten Zitronensaft. Davon benötigen wir 3 Esslöffel. Außerdem benötigen wir noch 2 Teelöffel Salz, ein bisschen Pfeffer und 225 Gramm Olivenöl. Also, ich habe mich jetzt natürlich für die Zubereitung im Thermomix entschieden. Wer jetzt keinen Thermomix hat oder ein anderes Küchengerät mit Mixfunktion, benutzt einfach das. Oder einen Stabmixer kann man genauso benutzen, wenn der gut ist und von der Leistung gut ist. Oder man kann das Ganze natürlich auch mörsern. Also wenn man einen großen Mörser hat, kann man das Ganze auch mörsern. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zuzubereiten. Und wer jetzt das Ganze auch so wie ich im Thermomix macht, der gibt einfach nur alle Zutaten in den Mixtopf und lässt das Ganze für 30 Sekunden auf Stufe 10 zermixen. Schaut dann einfach mal rein von oben, ob alles schön klein ist. Also ich habe das schon so oft gemacht und diese 2 Portionen passen quasi auch super in den Mixtopf rein, wenn man ein bisschen quetscht. Und jetzt füllen wir das Ganze einfach in unsere vorbereiteten Gläser hinein. Ich nehme da einfach diese Wegtulpengläschen, diese 220 Milliliter sind das, glaube ich, passen da rein. Ihr könnt natürlich auch, ich habe das auch das letzte Mal einfach in so kleine Marmeladengläser oder auch von alten Pesto-Gläsern, die habe ich schon extra aufgehoben letztes Jahr und habe die natürlich dann nochmal gereinigt. Und wichtig ist beim Befüllen, dass ihr euch am besten einen Trichter zur Hand nimmt. Dann ist das Ganze viel, viel einfacher. Da benutze ich natürlich unsere von Pimmer Chef. Ihr könnt natürlich auch ganz andere oder die, die ihr habt, benutzen. Und wichtig ist, dass wir das Glas nur zu 3/4 voll machen. Denn das Pesto wird dann bei mir eingefroren. Eingefroren hält sich das Ganze nämlich 3 Monate. Und wer das Ganze im Kühlschrank lagert, ungefähr 3 bis 5 Tage maximal. Und deswegen friere ich die auf jeden Fall ein und so kann ich mir die portionsweise rausholen. Wichtig ist halt nur, dass man es, wenn man das ins Glas in das Gefrierfach gibt, dass man das dann nicht voll macht, weil sich das Ganze nämlich sonst ausdehnt, wenn es gefriert. Ja, Lieben, das war es auch schon wieder von mir. So schnell habt ihr im Handumdrehen ein ganz, ganz leckeres Pesto selbst gemacht und habt quasi
eine Alternative zu einem ganz, ganz schnellen Mittagessen, weil wenn ihr da einfach nur ganz schnell Nudeln abkocht, habt ihr schon ein total leckeres Mittagessen gezaubert. Wenn man da nämlich einfach Nudeln, das Pesto, dann noch ein paar Tomaten reinschnippelt oder auch noch ein bisschen Parmesan so reinstreuselt, schmeckt das super lecker. Daraus kann man natürlich auch ein super leckeres Pesto-Party-Brot machen, beziehungsweise ich habe da auch schon ein Pesto-Hefekranz auch schon auf meinem Blog. Wenn ihr da Inspiration braucht, schaut einfach mal. Und das Rezept lässt sich natürlich auch variieren. Das ist jetzt quasi die doppelte Portion. Wenn ihr die Hälfte macht, das ist eine Portion. Und so könnt ihr das Ganze dann einfach der Menge nach von eurem Basilikum anpassen. Wenn ihr dann quasi 300 Gramm habt, so hatte ich das bei meiner letzten Ernte, dann passt ihr das einfach mal 3 an oder je nachdem, wie viel ihr habt. Und was wollte ich euch noch sagen? Das Rezept ist natürlich wie immer auf meinem Blog unten verlinkt, genauso wie mein Shop. Wenn euch irgendwas von Pampered Chef interessiert hat, dann schaut gerne da vorbei. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Rezeptvideo von mir. Tschüss!